Das ist der junge Gareth Southgate nach dem verschossenen Elfmeter gegen Deutschland 1996 und das ist der Trainer Gareth Southgate nach dem Sieg der Engländer gegen Deutschland im Achtelfinale 2021. Was haben die Engländer sich gefreut, dass sie uns Deutsche endlich rausgekickt haben, und mal schauen, ob der Traum der Europameisterschaft im eigenen Land im Finale weitergeht gegen die Ukraine, die Überraschungsmannschaft im Viertelfinale. Ja, Überraschung gegen Top-Favorit. Die Engländer haben die Deutschen rausgekegelt, verdienterweise, weil Deutschland wieder nicht viel eingefallen ist und die Engländer dann ja in zwei entscheidenden Situationen einfach die Nase vorn hatten und jetzt hier im Viertelfinale steht, auch weil sie vielleicht einfach die beste Mannschaft sind. Ja, aber vorab möchte ich noch was anderes sagen. Wie sehr hassen uns die Engländer eigentlich? Also ganz ehrlich, wir Deutschen sind ja eigentlich nirgendwo auf der Welt beliebt. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Aber die Fans buhen bei der Nationalhymne, die Kommentatoren, die Spieler, alle rasten sie aus, weil das böse Deutschland besiegt ist. Aber die Freude natürlich auch ein bisschen verständlich und zurecht, denn zu oft war Deutschland Endstation nicht bei diesem Spiel. England ist also im Viertelfinale und ja, ist das eine Überraschung? Mag sein, wenn man sich überlegt, wer alles bei England spielt, aber man darf nicht vergessen, und das sieht man auf der Statistik hier drüben, die haben den reichsten Kader, sagt man das so, auf jeden Fall die teuersten Spieler, den teuersten Kadermarktwert und sind um das Zehnfache über der Ukraine, die mal gerade auf 197 Millionen kommen. Und ja, England ist jetzt der große Favorit, wenn es danach geht, aber so richtig überzeugend waren sie bei der EM auch nicht. Kann man das überhaupt sagen? Wir haben noch kein Gegentor kassiert, das ist natürlich krass, aber trotzdem, da sind viele Fragezeichen. England kann sich, glaube ich, freuen, dass es jetzt gegen die Ukraine geht, denn da ist doch der Sieg vorprogrammiert, oder? Oder kann die Ukraine noch eine weitere Überraschung schaffen? Sensation ist es ja nicht unbedingt, denn es ging gegen Schweden, die bessere Mannschaft waren aus meiner Sicht. Aber da ist die Ukraine halt trotzdem in der Verlängerung weitergekommen, in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. Ja. Also das bedeutet jetzt nicht so viel, wenn man überlegt, dass die Ukraine im Viertelfinale ist. Sie sind Gruppendritter geworden in der Gruppe mit Österreich und den Niederlanden und dann gegen Schweden halt weitergekommen. Also das könnte heißen, dass die jetzt einen Lauf haben, könnte aber auch einfach nur heißen, dass die massives Glück hatten mit allem bisher. Ja, mit vielem, aber natürlich musste auch Glück teilweise erarbeiten und zwei Tore gegen Schweden zu schießen, haben vorher nicht viele geschafft, glaube ich gar keine bei diesem Turnier, nicht mal die Spanier. Und das ja natürlich in der 120. Minute, als die Schweden schon irgendwie Elfmeterschießen trainiert haben, hat dann die Ukraine hier die Schweden weggeschwedet, wie wir so schön sagen. Und was die Engländer betrifft, da habe ich einen Kommentar in der englischen Presse gelesen, schon im Hinblick auf dieses Spiel, dass wenn die Engländer da nicht weiterkommen, dann wäre es die größte Blamage aller Zeiten für England. Das sagt schon ungefähr den Blick der Engländer auf die Ukraine. Also da wird mir immer ein bisschen unterstellt, ich wäre überheblich, aber die Engländer, ja klar, die haben den Fußball erfunden im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen natürlich big favorite in this game and auf der anderen Seite, auch gegen Deutschland waren sie ja nicht wirklich gut, oder? Die waren noch nicht gut. Deutschland war jetzt auch nicht schlecht, aber auch nicht gut genug, um die zu schlagen. Also das war auch noch kein wirkliches Spiel, wo die Engländer gesagt haben, jetzt mussten wir aber alles zeigen. Und die Ukraine wird ähnlich überraschen wollen wie gegen die Schweden, aber die hatten natürlich auch bisher einfach noch gar kein so Gegner von Format. Die haben gegen Holland 3-2 verloren, dann die zwei Tore noch geschossen gegen Holland. Das sind schon ganz gute Momente und anscheinend funktioniert die Offensive doch gut, dass sie sich nicht aufgeben. Sie sind ein gutes Team. Die Defensive der Engländer aber bisher nicht geknackt. Wird vielleicht mal Zeit. Aber das Problem hier ist, wie so oft, setze nicht auf so klare Favoriten, außer mit Asian Handicap. Und dass die Engländer jetzt hier die Ukraine hoch besiegen,
könnte man vielleicht meinen, aber ich weiß nicht. Dafür fand ich die Engländer einfach auch nicht gut genug. Und deswegen würde ich schon aus Rache, weil sie Deutschland ausgeschaltet haben, nicht auf sie setzen. Und auf die Ukraine würde ich natürlich auch nicht setzen. Also ganz schwieriges Spiel hier, wo wir natürlich hier auf die Expertenmeinung da draußen angewiesen sind. Und wenn man ehrlich ist, ja klar, muss man auf England setzen, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß, auf England zu tippen, auch keine Wette auf England zu platzieren. Deswegen halte ich mich hier fein zurück. Ich würde sagen, ja, England gewinnt das. Vielleicht auch wieder 2-0, vielleicht 2-1. Aber es könnte mir nicht egaler sein. Ja, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen, dann hat die englische Mannschaft bisher 3 Viertelfinale bei der Europameisterschaft bestritten und jedes Mal ging es in die Verlängerung bzw. dann ins Elfmeterschießen. Vielleicht ist das wiederum ein Zeichen bei diesem Spiel, wo man einfach mal sagt, die Geschichte wiederholt sich auch ein viertes Mal. Da nimmt man natürlich eine Mordsquote mit. Auf der anderen Seite, England, wie schon gerade gesagt, 4 Spiele ohne Gegentor. Wenn sie, das hat bisher nur Deutschland bei Europameisterschaften geschafft, 4 Spiele in Folge. Wenn England das ein 5. Mal schafft, dann haben sie da auch den alleinigen 0-Rekord hintereinander bei einer EM. Das ist alles relativ spielbar. Ich glaube, beide Teams treffen. Nein, könnte man mal machen, wenn die Quote sinnvoll wäre. Aber ja, insgesamt spiegelt die Quote natürlich auch das wider, was wir gerade gesagt haben, was auch die englische Presse sagt. Für ein Viertelfinale findest du, glaube ich, sehr, sehr selten bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft so eine niedrige Quote. Und jetzt hast du vielleicht doch was gefunden. Nee, aber funny fact, der mir gerade eingefallen ist, vor 15 Jahren war die Ukraine schon mal in einem Viertelfinale. Bei der WM 2006 in Deutschland haben sie gespielt gegen... mit Trainer Andriy Schewtschenko damals. War das die Schweiz? Nein, gegen Italien. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, wie das ausgegangen ist, dann kaufe ich dir ein Eis. Dann kauf mir mal eins. 4-0 für Italien. Oder 4-1. Jedenfalls 4 Tore von Italien. Ähnliches könnte man sich auch hier vielleicht gut vorstellen, dass viele Tore fallen. Die Engländer sind allerdings nicht unbedingt drauf getrimmt. Andererseits, wenn die Ukraine hinten ist, wie gegen die Holländer, dann werfen die alles nach vorne und treffen vielleicht auch selbst. Und dann müssen die Engländer die Konter nur besser zu Ende spielen. Dann klappt es vielleicht auch mit ein paar mehr Toren. Also das wäre so die Skizze eines Spielverlaufes. Die Engländer wollen natürlich dann in Wembley diesen Heim... haben die jetzt wieder den Heimvorteil da eigentlich? Da müssen sie jetzt doch irgendwo anders hin. In diesem Spiel. Ja. Nach Rom. Oh Gott. Oh Gott. Das wünscht man ja auch nicht seinem ärgsten Feind. Ich war da mal, da ist alles komplett zerstört. Haben sie wohl nach dem Krieg nicht aufgebaut. Ist trotzdem für manche eine schöne Stadt, diese Ruinen zu besichtigen. Aber okay, die spielen ja im Stadio Olimpico in Rom und haben die Engländer damals nicht dieses Elfmeterschießen 1990 gegen Deutschland dort sogar gehabt? Man weiß es nicht mehr so genau. Wahrscheinlich war das in Mailand. Aber egal, Geschichte ist hier eher weniger ein Punkt als bei Deutschland gegen England. Ich glaube halt, die Engländer müssen das gewinnen. Was spricht für die Ukraine? Frage ich dich und dich. Weiß ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall dann, wenn wir in den Halbfinals sind und dann auch mit den Engländern, die dann natürlich vor eine richtig harte Herausforderung gestellt werden. Schauen wir mal. 2-0 England in diesem Spiel, mein Tipp. Sie werden nicht in der Offensive Feuerwerk abfackeln und in der Verteidigung kein Tor kassieren. Und dann gucken wir doch mal, welche Teams im Halbfinale sind, denn da sehen wir uns spätestens wieder. Danke für die vielen Einschaltungen, für die vielen Likes, Kommentare, die sind Wahnsinn. Und jetzt vielleicht noch ein Abo von dem einen oder anderen, dann knacken wir sogar die 5000, was für uns ein EM-Titel ist. Danke, bis bald. Ja,